Ja, hallöle und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Left 4 Dead 1. Ich denke einfach, wir sind stehen geblieben, aber das sieht auch schon genauso aus. Wir müssen, glaube ich, hier raus auch. Okay. Wie ihr gesehen habt, ich habe vorhin, oder was weiß ich, welches Video hatte, wahrscheinlich gestern, habe ich ganz viele Teile hochgeladen, und zwar so ungefähr 4 Stück davon und ein Minecraft-Teil. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch da überhaupt alle anguckt, weil nach dem Reefs ja nicht, ne, weil Minecraft zum Beispiel gar nichts hat, das überrascht mich nicht. Das Spiel ist sowieso auch nicht so gut, also das Let's Play ich auch nicht so gut, aber das wusste ich schon vorher, dass das eigentlich gar nichts wird, weil ich bin nicht so einer, der Minecraft spielen kann und dabei gut Let's Playt. Nicht so wie bei meinen anderen Spielen, ne, wie ihr dann sicherlich alle wisst, ganz natürlich. Ja, aber wir sind hier ja gerade nicht bei Minecraft. Wir sind hier gerade bei Left 4 Dead und müssen gerade jeden Sprungshot geben, auch wenn das Jumpshot heißt. Ist mir das scheißegal. So. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Wir sind ja momentan in der dritten Teil-Kampagne, sag ich mal. Ich weiß leider nicht, wie das gerade heißt, der Teil, aber auf jeden Fall waren wir immer in der Kanalisation. Jetzt sind wir, glaube ich, in der Nebenstraße oder so heißt die Map. Irgendwie sowas. Und wir sind wieder mal, wie immer, sau viele. Zombies. Und was ich an diesem Detail immer noch langweilig finde, ist einfach, dass man hier eigentlich nur rumsteht, irgendwelche Zombies abknallt und das dann wirklich über die ganze Zeit rausmacht, ne? Aber ich meine, andere Spieler haben ja wenigstens Abwechslung, ne? Okay, eigentlich weniger. Naja, doch eigentlich schon, ne? Also bei keine Ahnung. Half-Life 2 zum Beispiel musste man nebenbei noch Aufgaben bewältigen. Also das ist ja wirklich ein Spiel. Das mache ich genau, wie es jetzt hier ist. Ne? Ich laufe irgendwo lang, schieße halt die ganze Zeit, lad mal noch nach, falls ich mal wirklich nachladen muss. Ja, und dann gehe ich halt weiter und kill einen Boomer oder Francis tut das. Ja, und so weiter. Ne? Das ist ja, das finde ich ziemlich langweilig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich viel Stimmen bekommen hat. Da müssen die anderen Spiele echt scheiße gewesen sein. Wobei ich mache jetzt 2 auch nicht so schlecht beim zum Let's Playen. Das habe ich mir schon sehr, also das habe ich mir schon geholt, als es rauskam, und habe das an einem Wochenende durchgespielt. Klingt ganz schön süchtig, aber ich habe bestimmt nur 20 Stunden also am Wochenende gespielt, also geht das ja. Also ich meine jetzt am Samstag, ne, 20 Stunden, nicht das ganze Wochenende. Ey, da gibt's Pistolen, ich will auch. Nein, geht mal zurück, ich will Pistolen. Ja, ich will auch eine Pistole, ah. Ich nehme noch eine Pistole. Eine Pistole. Okay, sie nehmen noch eine Pistole. Okay, dann wollen wir mit unserer zweiten Pistole weitergehen und den Tank töten, wenn er gerade ankommt. Ah, wir müssen zu. Ah, 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 ah. Lauf mir hinterher, du Fotze. Nein, lauf mir nicht hinterher. Das war nur Witz, das war nur Witz, das war nur Witz. Oh, verdammt. Ja, wieder weg, oder, Alter? Stratz mal hier nicht so rum, Alter. Fühle ich mich. Ja, danke. Oder auch nicht. Was machen denn meine Mates, Mann? Sind die irgendwie behindert im Kopf, Alter? Junge, die kriegen gleich ein Face an, du Scheißkinder. Kackenall, das ist ja unglaublich, Mann. Ja, los! Das bist mir wert, Junge, du kleiner Ungewöhnliche, als wir gehen. Dumme Kinder, ey. So. Rage off. Nein, das ist aber, das regt mich ja wirklich auf. Ich meine, ich gehe da ganz allein, ich stehe da. Irgendwo ist ein Tank. Ist scheißegal, ich warte, dass der andere was macht, Junge. So, und dann irgendwann gehen sie da dann doch weiter. So, hier ist noch ein Boomer, das hört man. So ungefähr da. Ah, den kann man jetzt auch vergessen. Mal gucken, schon mal in die Tür, oder was? Doch, ein Smoker. Hast schon richtig geraten, Fräulein. So, wir müssen hier runter. Ich warte aber lieber, bis meine miesen Mates dabei oder ich denke, so. Nein, Hunter. Ein Hunter. Na, GG. Guck mal. Was macht Francis denn? Der kriegt jetzt so fett einen in die Fresse, Alter. Ich schieß nicht auf deine Mutter, du kleiner Hurensohn, Alter. Ich wollte dich gar nicht. Du hast was gut. Na, du hast nichts Gutes an dir, ey. Sowas regt dann gerne einfach nur, weißt du? Ich werde da angegriffen. Ist da noch irgendwas? Das ist ja, mein Mate ist überhaupt nicht in Gefahr. Dreckswäre mal ab und zu, ne? Sowas regt mich halt einfach auch mal auf. Na, aber scheiße, aber das ist bei vielen Spielen so. Das ist, finde ich, das ist ein Bug. Normal. Das ist leider bei vielen Spielen so, dass da einfach mal ein Patch kommt, weiß ich, dann ist alles wieder gut. Ja, und dann bezahlt man halt bis zu 60, 80 Euro für ein nicht fertiges Spiel. Was total verbuggt ist, was total viele Fails hat und naja.
Das Internet hatte nicht nur Vorteile für Gamer. Ja, früher, also bei den ganz alten Spielen, weißt du, Tetris zum Beispiel, da konntest du nicht einfach so ein Update bringen. Der Tetris musste hundertprozentig fertig sein. Das konntest du nicht irgendwann nochmal patchen oder so. Jetzt fragt ihr euch dann sicher natürlich, was man patchen kann, aber es hätte ja einen Bug geben können, dass man zum Beispiel die ganze Zeit den gleichen Block bekommt. Denn zum Beispiel in diesem Vierer-Block, und das wird dann ja vielleicht auch irgendwann langweilig. Ich will wissen, wer dann den Highscore hat, den höchsten. Das geht ja dann gar nicht mehr um den Skill, sondern eher, wer wie lange gespielt hat. Ich weiß, wie der Film aufgeht. Die Witch langsam sauer. Wir gehen lieber weg. Fatze. Einfach weglaufen. Ich kann das. Ja, guck mal, natürlich fällt mir meine Metz nicht, sondern schießen wir andere Zombies. Ja, hallo! Leute! Ey, seid ihr behindert im Kopf? Ach, auf einmal könnt ihr mir also doch helfen! Junge, ich knall dir zu den Kopf weg, Alter, ein Kinder, Alter, du hältst sowieso gleich mal dein Maul. Oh, das dauert vielleicht. Ja, du brauchst gar nicht weglaufen, du Scheißkind. Guck mir nicht so scheiße an, du Hurensohn, Alter. Nein, helf mir nicht auch, Junge. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn doch in Ruhe, du Spast, Alter. No. Du fällst jetzt garantiert wieder um. Junge, so ein Drecksgame ab und zu, ne? Ja, toll, alles nochmal von neu. NP, ich kann's ja machen, ist ja easy und so. Ja, natürlich sind die ganzen Zombies wieder. Junge, Francis, stirb du und so, Alter, und scheiße, stirb einfach nur. Natürlich, ihn könnt ihr sofort helfen, ne? Nö, Alter. Ja, das Game regt doch auf, Mann. Nein, dahin, ihr müsst dahin. Ich kill den gleich wieder, ne? Der soll nicht mehr leben, keine Ahnung warum genau. Ja, er ist schon mal tot. Deine Mutter, Francis, Alter. Ja, GG, mir wird sowieso wieder nicht kommen. Was machen die denn? Was drehen die sich denn um? Man sieht behindert. Und sowas kriegt er in dem Game einfach nur auf. Weißt du, das kann man gar nicht auf der Schwierigkeitsstufe normal spielen, weil. Du musst ja daran rechnen, dass wenn du einmal von irgendwas getroffen wirst, du hast es sofort gegeben. Ja, weil du darfst ja anscheinend nicht damit rechnen, dass dir deine Mates sofort helfen. Nein, du verlierst erstmal noch 300 HP und dann helfen dir deine Mates irgendwann. Ja, auch mit der Richmond, was machen die denn? Sind die irgendwie mit dem Kopf oder so? Ich laufe hier einfach durch, ist mir scheißegal. Komm, wie weit die zurückhängen, Mann. Hier rüber kommen wir auf die andere Seite des Zauns. Fuck, wie viel Zombies, ey. Weck die Witch doch einfach nicht aus, sondern lauf weg. Ey, Waffen. Das hier gefällt mir. Das gefällt mir. Okay, wenn er gerade hochkommt, dann erstmal. Knapp, oder? Nein, Hitmarker, ich nehme mal. Oh, dich auch. So, jetzt nehmen wir nochmal die hier. Ja, wir wissen's, Digga. Wow, ja, wir wissen's gut. Ja, natürlich passt er hier rein und greift mich sofort an. Er greift mich halt, also wie gesagt, er greift mich natürlich instant an, weil warum auch andere angreifen? Ja, natürlich konnte er noch kotzen, ist klar. Ja. Ja, ohne Francis läuft das eigentlich viel besser als mit ihm, muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Okay, jetzt weiß ich natürlich auch, dass es hier Waffen gibt, aber trotzdem. Ich meine, ob ich jetzt noch einen Mate habe, der mir sowieso nicht hilft. Oder ob ich einen Mate habe, der mir. Na, egal, jetzt lasse ich ihn nehmen. Ja, deine Mutter nimmt die Pillen, wir hatten das gesagt. Keiner von denen, keiner den dazu bekommen. So, wir sind jetzt genau wieder da, wo wir vorher verreckt sind. Und ich hoffe einfach mal, dass die Witch weg ist. Sonst kill ich Francis vorher. Ja, schön, dann nimm doch welche. Du brauchst sie, du hast sie nötig. Drecksgame, ohne Scheiß, man. Sowas geht einfach nur auf. Ich meine, ich spiele schon seit 3 Jahren draußen. Sowas hätte man ja schon mal verbessern können. Aber warum auch, ne? Es geht ja nur um die Fans und so weiter. Also, ist das ja auch überhaupt nicht wichtig, dass die YouTuber zu mir herkommen.
Hat sich voll nicht gelohnt eigentlich, aber... Oh toll, Matey kann helfen, mitten in Niemandsland. Nerv nicht. So, verdient. Was machen die Zombies überhaupt hier? Können die sich die Wohnung überhaupt leisten? Und ich glaube, ich habe einen Tank gehört. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich es nicht gehört habe. Eigentlich voll schön hier, ne? Hier könnten wir eigentlich wohnen. Ich meine, bis auf die Zombies ist ja eigentlich alles ganz gut. Ja, und was ich mich noch erinnern kann, das ist auch in dieser Mission, deswegen heißt der Teil auch die Kirche normalerweise, soll hier eigentlich kommen, aber anscheinend weiß das Spiel nicht, was eine Kirche ist. Aber das Spiel weiß ja auch nicht, was anständige Mates sind, also überrascht mich das nicht wirklich. So. Oder da ist eine Kirche, das kann auch sein. Dann schießen sie den Smoker. Nein, ich lasse den Smoker am Leben. Egal, die Waffe ist geil auf jeden Fall, die wir natürlich jetzt öfter ist, auch wenn es langweilig ist, wenn ich nur die gleichen Waffen benutze. Aber wenn ich mit der Waffe gut klarkomme, dann nehme ich die dabei. Auf meine Mates kann man ja sowieso nicht hoffen und dann nehme ich da keine Billigwaffen, die keiner braucht. Okay, jetzt weiß ich auch, warum der Teil die Kirche heißt, weil es der Kirche ist. Ich höre nur irgendwas, was mich angreifen will, deswegen glaube ich einfach, ja, GG. Hey, oh, Junge, Alter, sie haben mich beschützt. Ja, halt mich mal, oder? Halt still, ich verarzte dich. Alter, das ist ja... Die haben mir sofort geholfen. Ey, die sind ja voll nett zu mir. Also, das kenne ich ja, das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, der sagt da irgendwas. Ist da wer? Ich habe hier eine Glocke. Nein! Das ist mein Zufluchtsort! Ich habe die Glocke! Keiner kommt rein! Was ein Penner! Habt's gehört? Versprechen sind mir egal! Ding Dong! Ding Dong! Das ist fertig! Holt's euch! Ey, was für ein Hundesohn einfach nur, ne? Ja, damit kann ich nicht viel anfangen, danke. Ja, genau daran konnte ich mich nicht ändern, das ist genauso. Das ist auch genau... Lol, ist die jetzt tot? Cool. Ey, das ist so ein Spacken, Alter. Ich guck keiner mehr rein, Alter. Ich bin voll cool und so. Ich lasse mich keine rein, Mann. Drecksgame. Also, das ist natürlich gut gemacht, so. Aber ich muss mich natürlich trotzdem aufregen, weil ich bin Kuchengeschmack, wenn ich nicht wer sonst. Muss aufpassen, weil ich kenne diese Missionen, weil die habe ich mit dem Kumpel mal so Survival oder so was gespielt früher. Ne, nicht mit dem Kumpel, das heißt über alleine gemacht. Ja, ich kann sowas auch alleine. Ich kann das auch alleine deswegen. Kenne ich die Mission schon? Bill braucht Hilfe, meine Freunde. Bill braucht Hilfe, Bill der Hügel und so. Mirst du auch nie gespacken, Alter. Wie lange werden ja noch Leute, Mann? Ey, guck mal, als ob der jetzt nicht weiß, dass wir leben, Mann. Juhu, wir können den Schutz haben. Ja. Ja, Mann, Junge, so cool. Meinst du nur 115? Das ist... Ich meine nicht. So, dafür, dass wir die ganze Zeit wirklich eigentlich so viele getötet haben. Also, das war richtig. Ja, Francis, null, Alter, du Opfer. Hättest mir mal helfen können. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich im nächsten Teil. Ja, Tyra, meist mit... Was? Ja, okay, wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann.